Wer kennt sie nicht, die beliebten Fragen, wofür brauche ich denn das? Wo ich dann meistens im ersten Moment nicht sofort sagen kann, wofür ich das brauche. Aber hier und da mal kommt man das dann doch wieder unter, später mal. Und ja, jetzt kann ich zum Beispiel zeigen, wofür man die Primfaktorenzerlegung brauchen könnte. Ausgerechnet beim Wurzelziehen. Man hat nämlich tatsächlich nicht immer einen Taschenrechner dabei. Schauen wir uns das an. Die Wurzel aus 75. Tja, wenn ich 75 in seine Primfaktoren zerlege, erinnerst du es noch? Wie war das? Ich schaue als erstes, kann ich 75 durch 2 dividieren? Nein, kann ich nicht, weil das ist eine ungerade Zahl. Kann ich es durch 3 dividieren? Ja, kann ich, weil 5 und 7 ist 12 und 12 kann ich durch 3 teilen. Also 3. 75 durch 3. Wer im Kopfrechnen geschickt ist, der weiß sofort, das ist 25. Dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Kann ich es durch 2 dividieren? Nein, weil es ist ungerade. Kann ich es durch 3 dividieren? Nein, weil die Quersumme ist 7. Durch 4 geht sowieso nicht. Durch 5? Ja, durch 5 geht. Macht 5. Und da wissen wir, 5 durch 5 ist eine Primzahl. Fertig. Wir sehen also, 5 mal 5 mal 3 ist 75. Also das kann ich so auch schreiben. 3 mal 5 mal 5 und daraus die Wurzeln. Keine Zauberei, keine Hexerei. Und wer vorher aufgepasst hat, das kann ich auseinanderschneiden. Wurzel aus 3 mal Wurzel aus 5 mal Wurzel aus 5. Ich hoffe, es ist nur niemand ausgestiegen. Wurzel aus 5 mal Wurzel aus 5. Das ist ja nichts anderes als wie die Wurzel aus 5 zum Quadrat. Da wissen wir, das ist 5. Und in den meisten Fällen reicht mir das dann als Ergebnis. 5 mal die Wurzel aus 3. Wurzel aus 3 ist ungefähr 1,7 mal 5. Ja, jetzt sollten wir wieder Kopf rechnen können. 5 mal 1 ist 5, 35. 8,5 ungefähr. Und damit bin ich in den meisten Fällen einfach zufrieden. Glaubt's mir, das geht oft schneller als wir mit dem Taschenrechner.